lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Ganz, ganz komischer Bug. Oh, wir können hier rein. Ja, das wird das Gebiet sein. Unter Laendel. Gehen wir mal rein, ne? Gehen wir mal rein. Hübschi, hübsch, hübsch. Grab des Helden von Aurisa? Okay, vielleicht ist es doch nicht das Untergrundgebiet, was ich wollte. Aber definitiv ein cooles Untergrundgebiet. Stufenaufstieg, brauchen wir noch ein bisschen was für. Immer nach Geheimgängen suchen. Steinschlüssel, wie viele? Okay, nur einen. Das passt, das passt. Einen habe ich immer übrig. Uiuiuiui. Ihr seid böse Pissgegner. Warum haltet ihr zwei Angriffe aus? Oh Gott, 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 oh Gott. Danke. Ich mochte den Dark Souls 1 schon nicht. Goldenes Epitaphium. What? Ich spiele eine Glaubenswaffe. Ich glaube, Glaubenswaffen sind so giga broken. Gerades Schwert. Wir hatten, glaube ich, auch schon ein anderes schönes gerades Schwert. Lass mal gucken. Objekttyp, was mit Glaubensqualität hat. Und das könnte man da zusätzlich nehmen, ne? Egal. Gucken wir mal. Was kannst du denn? Ein Schwert, das an den Tod von Godwin, den Goldenen, erinnert, der als erster der Halbgötter fiel. Erfüllt von dem einfachen Gebet eines Jungen, O Bruder. Mein fürstlicher Bruder, bitte sterbt einen aufrechten Tod. Einzigartiges Talent, letzte Riten. Hebt das Epitaphium um euch und Verbündeten in der Nähe den Effekt heilige Ordnung zu verleihen. Besonders effektiv, um jene ewige Ruhe zu schenken, die im Tode leben. Sag mal ja. Zack, 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 zack. Hübsch, hübsch. Ehrlich? Nur zwei blöde Kackgegner und das Epitaphium. Na okay, für einen Steinschaltschlüssel. Was will ich mehr, ne? Was will ich mehr? Klopp, klopp. Oh nein, oh nö. Warum muss das wieder so ein Dungeon sein? Oh nö. Gleich kommt wieder so ein Radfahrer, ne? Ja. Au. Baum. Gibt es hier Skelette, die mehr als einen Schlag aushalten? Das ist illegal. Das darf man gar nicht. Oh Gott. Warum ich diese Boli genommen hat, keiner weiß es. Okay, wenn du runter gehst, folgen wir dir mal, oder? Nee, wenn du hoch gehst, folgen wir dir.
Man sieht sich. Wirklich. 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 Wirklich, Spiel. Wirklich. Wow. Ja, geil. Das macht ja Spaß, du. Das macht ja richtig Spaß. Ja. Bis wohin kommst du denn? Okay, bis dahin. Au. Du liegst da echt kacke. Danke. Verstehe aber nicht, warum da so ein Lichtding ist. Oh, wait. Jetzt habe ich es richtig, na ja. Danke. Ansonsten geht's noch spielen, ne? What the fuck? Er kommt runter. Jetzt sind hier zwei, oder was willst du mir sagen? Das ist ja lustig. Das macht ja Spaß. Oh, hallo. Guten Tag, der Herr. Dein Schlüssel? Nimm ich. So assi, ne? Danke. Oh mein Gott, was ist das für ein verdammtes Scheißgebiet? Oh, ich kann es öffnen. What? Namen zusammen. Hi, Basti. Geht's, wie steht's, mein Bruder? Oh Gott, ey. Okay. Nie wieder, bitte. Bitte einfach nie wieder spielen, bitte, ja. Bitte einfach nie wieder. Das ist schlimmer als Blighttown. Das ist schlimmer als alles andere, was je überhaupt irgendwas in diesem Spiel gemacht hat. Diese Fahrdinger. Gut, und dir endlich Feierabend. Nice, freut mich für dich. Mir geht's gut. Halt ein Raiden Ring, ne? Kann ich klagen.
Bap. Gleichen Dinger wie bei Oleg. Ja, nur noch viel schlimmer gerade gewesen. Au. Guck mal, mit einem Sprungangriff killen wir die instant, das ist gut zu wissen. Mehr von euch Clowns? Nee, natürlich nicht. Ich würde Tatsache nochmal kurz jede Wand anrollen. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, aber anders geht das nun mal nicht, ne? Trinken soll ich eventuell auch mal mit Half-Life. Für den Boss gleich. Hopp. Das Problem ist, da liegen noch so viele Gegenstände, wo wir gerade eben waren. Wo diese Radfahrer sind wieder. Ich habe keine Lust, ich mag die nicht. Die sind so blöd. Und natürlich, wie immer, nichts. Okay, ab zum Boss. Wow. Trink. Au. Ja, sowas liebe ich ja. Trink. Getränk. Au. Ich glaube, ich habe erstmal meinen Imitator. Gott, ey, sind die krass. Oh mein Gott, seid ihr krass. What? Excuse me? Das war knapp. Von dem kenne ich das Muster leider nicht. Das ist der erste Gegner, den ich so sehe. Okay. Oh nein, mein Imitator ist fast down. Okay. Okay. Ja, kommen Sie her. Natürlich Schwanz, zweimal. Okay. Trink, trink. Ja. Ja, komm. Knapp daneben. Zu früh gerollt. My bad. Danke. Das war der erste schwierigere Bossfight seit langem. Ja. Also waren auch zwei sehr starke Gegner. Hat mir gut gefallen. Ordovis Großschwert, Axthelm des Schmelztiegels, so Axtrüstung des Schmelztiegels, Stulpen des Schmelztiegels und Beinschutz des Schmelztiegels. Schwert. C Stärke Scaling. Wow. Gutes Schwert. Das Großschwert von Ordovis, einer der beiden größten Schmelztiegelritter. Dieses Schwert ist von uralter heiliger Essenz erfüllt. Seine rote Tönung erinnert an das urzeitliche Gold. Ein Symbol für das Leben selbst. Einzigartiges Talent, Ordovis Wirbel. Konzentriert die Macht des Schmelztiegels, um das Schwert in der Luft herumzuwirbeln und es dann mit voller Wucht auf den Boden zu schlagen. Ihr könnt dieses Talent durch Aufladen verstärken. Das ist ein verdammt gutes Schwert. Lass mich mal ganz kurz gucken. Genau, ne, nicht Erhaltreihenfolge, sondern Objekttyp.
Haben wir denn noch ein Großschwert, was mit Glaube skaliert? Oh ja, hier. Das, das war das, was ich meinte. Die hier. Ach, das ist die von Rykard, ne? Die wir gemacht haben. Boah. Rykards Klinge plus das Ding. Boah. Böse, 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 böse. Oder das Gargoyle-Schwarzschwert könnte man auch benutzen. Cool, cool, cool. Coole Gegner. Wie viele Runen haben wir bekommen? Auch viele Runen. Die Ausrüstung möchte ich noch sehen. Rykard war nervig. Ich habe Rykard First Try gemacht, aber ich habe ihn wohl anscheinend gecheased. Ich glaube, der hat mich ein oder zweimal gehittet nur. Ich habe halt meinen Imitator gerufen. Der hat die ganze Zeit meinen Imitator gefokust und habe die ganze Zeit von der Seite halt mit dem Dingensschwert da angehittet. Der Helm eines Schmelztiegelritters im Dienst von Godfrey dem Ersten Eldenfürsten. Die Axtverzierung ist das Zeichen des Ritters Ordovis, das auch seine Männer tragen. Durch diesen Helm strömt die Macht aus dem Schmelztiegel des Lebens, der ursprünglichen Form des Erdenbaums. Verstärkt Anrufungen für die Aspekte des Schmelztiegels. Schade. Schade. Das Ding wollen wir behalten. Mal so, wie es ist. Aber einfach die Rüstung geändert und das gefunden. Kunde Schwert geskillt und dann ging er easy. Hast du das geupgradet? Wir haben das einfach so benutzt.